Jo, also kommt zurück zur Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge. Es ist ein bisschen her, seit dem letzten Part. Ich musste einiges erstmal verkraften, okay. Der gute Chaz ist hier noch vergiftet. Das werden wir mal eben fixen. Ja, was mir aufgefallen ist, wir haben auf dieser Route 217 noch gar kein Pokémon gefangen. Beziehungsweise wir hatten noch gar keinen Encounter. Auf Route 216 haben wir nämlich beim letzten Mal den guten Tenshinhan Han gefangen. Ich denke, den können wir jetzt auch nach, oder? Ja, nee, Level 33. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, auf welchem Level die Pokémon hier so sind. Also, ja, es ist ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Nee, gut. Packen wir Tenshinhan Han noch nicht nach vorne. Ach, komm schon. Was? Ach, Junge. Okay. Versuchen wir hier unser Bestes? Ey, ohne Witz, manchmal habe ich das Gefühl, es kommt so rüber, als wäre das irgendwie gescriptet oder so. Oder als hätte ich das irgendwie so vorherbestimmt. So. Falls ihr das mal gedacht habt, dann nehme ich euch das nicht. Ich nehme euch das nicht böse. Es kommt manchmal wirklich so rüber. Weil ich glaube, so vielen legendären Pokémon zu begegnen, wie wir schon im Verlauf dieser Videoreihe begegnet sind, ist echt nicht normal. Selbst für einen Randomizer. Aber das ist wirklich jetzt nicht irgendwie gestellt oder so, ja? Okay, Dialga. Dieses Pokémon werden wir definitiv fangen. Spätestens in Leuchtender Diamant. Ich habe mich dazu entschieden, Leuchtender Diamant zu spielen und nicht Strahlende Perle. Ich meine, ich finde Dialga deutlich cooler als Palkia, nur dass wir darüber geredet haben. Ja, das Problem hier wird sein, wir sind im Hagel unterwegs. Das bedeutet, wir werden nicht viele Chancen haben, das Ding zu fangen. Wir werden jetzt einen Pokéball werfen und eventuell klappt's. Wenn nicht, dann stirbt das Ding gleich an Hagel. Also da können wir dann halt auch nichts machen, ne? Werfen wir einen Hyperball. Und hoffen, dass auf mysteriöse Art und Weise Dialga im ersten Hyperball drin bleiben wird. Eins. Zwei. Drei. Niemals. Was? Moment. Was? Das war ein Witz. Ich habe niemals damit gerechnet, dass das Ding drin bleibt. Was? Okay. Was? Den einen blauen Drachen haben wir beim letzten Mal verloren, in einem absolut epischen Kampf. Und er wird sofort ersetzt durch einen anderen blauen Drachen, der noch stärker ist. Ein legendäres Pokémon aus der Sinnoh-Region schlägt das Herz von Dialga, läuft die Zeit normal. Also mein Herz hat für eine Sekunde aufgehört zu schlagen in dem Moment, als das Ding im Pokéball geblieben ist. Ja, wir müssen Dialga wohl oder übel einen Spitznamen geben. Oh, Moment mal, das habe ich jetzt wirklich nicht kommen sehen. Ja. ein blauer Drache. Ich habe keine Ahnung. Wir könnten ihn natürlich. Na, ich bin immer noch geschockt, okay? Ich bin immer noch mehr als geschockt, dass das Ding im Pokéball geblieben ist. Ey, ohne Witz. Es ist nicht irgendwie gescriptet oder so, ja? Das ist wirklich jetzt einfach ganz random passiert. Will ich an der Stelle nur nochmal klarstellen. Okay, nennen wir ihn einfach Hitsugaya. Ich hoffe, ich habe das überhaupt richtig geschrieben. Oh, und er wurde auf den Friedhof übertragen. Da gehört der Gute natürlich nicht hin. Wow. Das kam sehr überraschend. Also nach dem absolut, also nach den traumatisierenden Erlebnissen von den letzten Parts. Wir haben in den letzten drei Parts, glaube ich, drei Pokémon verloren oder so. Ist das einfach nur krass. Darauf erstmal einen frisch gezapften Eidam.
Es gibt nichts Schlimmeres als türkische Nahrungsmittel aus deutschen Supermärkten. Das kann ich euch versichern. Und wir sind am Stärkeufer. Warte mal, das bedeutet doch, das war Route 217. Das hier ist das Stärkeufer. Das ist wieder ein neues Gebiet. Das bedeutet, hier können wir sogar nochmal versuchen, was zu fangen. Das ist natürlich sehr interessant. Imagine, jetzt kommt so Palk hier. Nein, nein, okay, das wird niemals passieren. Wow. Wir haben Dialga gefangen. Duflor. Okay. Das ist ein Encounter, den ich eher erwartet hatte. ja. Drachenklaue, würde ich sagen. Wow, das war ein ziemlich turbulenter Anfang. Oh, bitte lass das kein One-Hit sein. Okay, nein, ist es nicht. Megasauger. Mit Megasauger dürfte sich Duflor wenigstens über Wasser halten, um dem Hagel zu entkommen. Und, Duflor sollte definitiv mit einem Hyperball zu fangen sein, oder? Ich denke, das kriegen wir hin. Wir müssen auch dringend mal wieder Hyperbälle kaufen, weil... Also ich meine, es ist nicht selbstverständlich, dass legendäre Pokémon bei einem Hyperball drin bleiben. Erfahrungsgemäß eher so bei 25 bis 35 oder so. Ja. Das ging easy. Duflor. Ich bin immer noch zu verwirrt, um jetzt einen weiteren Spitznamen auszudenken. Ich schaue nicht gerade zufällig in meine Manga-Sammlung, um zu gucken, welche Charaktere wir noch nicht irgendwie für irgendwelche Spitznamen missbraucht haben. Wisst ihr was, wenn wir gerade schon bei Bleach-Charakteren waren, dann nennen wir dieses Duflor doch einfach Hanataro. Ich denke, das passt. Sowohl von der Persönlichkeit als auch vom Ursprung her. Bedeutet Hana nicht sogar auf Japanisch Blume oder Pflanze? Ich habe keine Ahnung. Und wir stecken im Schnee fest. Oh nein. Ach Junge, es hat so gut angefangen. Mach es nicht kaputt. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Okay. Adrian tut ausnahmsweise nicht das, was ein Adrian tun würde. Er geht uns nicht auf den Sack, okay. Aber aufgrund der Tatsache, dass er da oben ist und irgendwas von wegen Blitzach-Arena geredet hat, gehe ich einfach mal davon aus, dass wir nicht allzu weit von der Blitzach-Arena entfernt sind, okay. Schicken wir Tenshinhan nach vorne. Ich bin überzeugt, er kann doch etwas ausrichten, okay? Also gegen dieses Radfratz dürfte der Gute definitiv etwas ausrichten können. Ich meine, schaut ihn euch an. Er hat 4 Haare, er hat zwar keine Glatze und keine 3 Augen, aber hey, es ist Tenshinhan, okay? Moment mal, das sind zu viele Kampfattacken, die alle irgendwelche weirden Effekte haben. Ich muss mal kurz gucken. Geowurf, das wird genau 106 Schaden machen. Ne, 33 Schaden, sorry. der Schaden wird anhand des Levels berechnet und nicht anhand der KP, da habe ich mich kurz vertan. Schaden verdoppelt sich, wenn der Anwender in der Runde bereits Schaden von diesem Gegner genommen hat. Radfratz dürfte schneller sein, also Vergeltung dürfte gut sein. Überwurf, Anwender greift als Zweiter an, hat dafür aber eine Treffergarantie beim eigenen Angriff. Wir werden so oder so als Zweiter angreifen gegen Radfratz. Und Überroller, harte Körperattacke, bei der sich der... Ja, okay, wir werden definitiv Vergeltung einsetzen. Vergeltung. Oh, Superzahn. Superzahn ist sogar, also, ist sogar ein halbwegs guter Move, oder? Also, wenn man mit Radfratz bzw. Radikal tatsächlich eine Edition durchspielen sollte, dann sollte man definitiv immer Superzahn dabei haben. Weil, immer die KP halbieren zu können, egal von welchem Pokémon, ist definitiv hilfreich. Was ist das denn hier? Calcium, das nehmen wir natürlich mit. Ja, falls ihr euch fragt, warum in den letzten Tagen so wenig Pokémon gekommen ist, das liegt einfach daran, dass ich mich in den letzten Tagen... Oh, wir sind in Blitzach angekommen. Das liegt einfach daran, dass ich mich in den letzten Tagen gefühlt habe wie eine Fallenkarte, die alle Monster zerstört, deren Grund-ATK geringer sind als ihre aktuellen ATK. Ihr dürft also raten. Das war die weirdeste Erklärung aller Zeiten. Aber ich denke, Yu-Gi-Oh!-Spieler haben es verstanden, okay? Ja.
Was ist denn hier los? Warum stecken ja einfach Menschen so einfach im Schnee? Einfach so ganz auf Casual-Basis, einfach im Schnee stecken. Frieda bringt alles über Pokémon bei. Sie sagt, dass man zu Beginn erstmal Freundschaft mit ihnen schließen muss. Ach, und das tust du mit deinem Körper in einem Haufen von gefrorenem Wasser? Wie soll das bitte funktionieren? Du kannst ja nicht mal deine Pokébälle rausholen. Apropos Pokébälle, wir sollten definitiv welche kaufen. Ja. Wir können definitiv den ein oder anderen Hyperball kaufen. Ich würde sagen, 70 an der Zahl sollten erstmal reichen. Und definitiv Tränke. Wir brauchen Tränke. 100%. So, das hätten wir. Okay. Ja, schauen wir. Wo ist denn hier das Pokémon Center? Da ist das Pokémon Center. Schauen wir kurz im Pokémon Center vorbei. Denn einige Vertreter unseres Teams könnten definitiv eine Pause gebrauchen. Ja, ich bin aber trotzdem positiv, dass wir. Ist das nicht Hilda? Brrr! Was sind das denn für Deutschrap 2021 Adlibs? Oh, hallo CK. Bist du hier, um die Arenaleiterin herauszufordern? Hoffentlich treffe ich Frieda bald, aber bis dahin muss ich mich erst einmal etwas aufwärmen. Frieda, Hilda, was haben die alle für Namen? Eieiei, okay. Ah, Eis-Pokémon sind empfindlich gegen Pokémon vom Typ Kampf. Sorry, das wusste ich noch nicht. Das Problem ist, Frieda wird keine Eis-Pokémon einsetzen. Also zunächst mal diese beiden. Moment mal. Nein. So. Die gehören nicht auf den Friedhof, sondern hierhin. Wer allerdings leider auf den Friedhof gehört, ist der gute Vegeta. Rest in Peace, Bruder. Irgendwann werden wir dich mit den Dragon Balls ganz sicher zurückholen. Aber für dich war es das erstmal in dieser Challenge. Also, unser Team besteht aus Tenshinhan, Dagobert, dem guten Chaz, Krollo und Meditalis. Okay, ich will ganz ehrlich mit euch sein. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, den Bruder Knuckles ins Team zu packen, weil ich mir so dachte, hey, wir haben Kurapika verloren, der Feuerattacken einsetzen konnte, wir haben Vegeta verloren, der Feuerattacken einsetzen konnte, und wir haben unser Feuer-Pokémon, Becky, ebenfalls verloren, also würde es Sinn machen. Das Ding ist, Knuckles ist auf Level 12. 12, okay? Hanataro und Hitsugaya haben wir gerade eben gefangen. Unser Team besteht aus Tenshinhan. Mal mit scheuem Wesen, das tut wirklich weh auf einem physischen Pokémon. Dagobert. Krollo. Dem guten Chaz und Chi-Chi. Also es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich glaube tatsächlich, hiervon sollten wir niemanden rauspacken. Also, eine Sache steht fest. Der Bruder wird unter keinen Umständen rausgenommen, okay? Der gute Chaz ist weiterhin der Anführer des Teams. Dagobert könnte man noch am ehesten argumentieren, da es ebenfalls ein Wasser-Pokémon ist. Und wir bereits ein Wasser-Pokémon in Form von dem guten Chaz haben, der in so gut wie jeder Hinsicht einfach besser ist. Das Ding ist, Surfer, Zertrümmerer, Megasauger, Eisstrahl ist actually eine gute Attacken-Kombo, schätze ich. Müsste man halt überlegen. Was hat Hanataro zu bieten, was besser wäre als Dagobert? Nicht viel, um ehrlich zu sein. Dann bliebe die Wahl zwischen einem Level 12 Igelava, damit wir auch Feuerattacken einsetzen können, oder Kommandant Hitsugaya auf Level 33. Ja. Sorry dafür, Knuckles. Aber diese. Dieser Kampf geht ganz klar an Hitsugaya, okay? Das ist unser zweites legendäres Pokémon. Ich weiß, es ist irgendwie etwas lame, aber was sollen wir machen, wenn die Routen nichts anderes hergeben? So, was genau kann der Gute jetzt alles? Grimasse, Metallklaue, Antikraft, Drachenklaue. Das sieht ziemlich nach dem Moveset von Giratina aus, um ehrlich zu sein. Also Drachenklaue und Antikraft zumindest. Mäßiges Wesen.
Dieser Spezialangriff auf Level 33. Das ist schon heftig. Ich denke, Dialga kann auf jeden Fall Feuersturm lernen, deshalb... Aber wir haben kein Pokémon mit Fliegen. Was? Och, müssen wir uns jetzt wirklich Gedanken darüber machen? Warte mal. Kann eins unserer Pokémon fliegen lernen? Nein, oder? Natürlich nicht. Welches Pokémon kann denn davon fliegen? Grollo? Wollen wir das wirklich tun? Deswegen ist Fliegen ist ja an sich keine schlechte Attacke. Aber dann hätte Krollo zwei Attacken, die zwei Runden brauchen. Nee, das ist uncool. Ja, sorry, wenn ich jetzt hier so viel Zeit damit verschwende, quasi nicht zu kämpfen, sondern einfach Sachen zu machen. Aber nach diesen ganzen Verlusten müssen wir unser Team erstmal neu organisieren, okay? Wir werden ganz kurz jemanden ins Team holen, der definitiv fliegen kann. Und zwar, keins dieser Pokémon kann wirklich fliegen, um ehrlich zu sein, oder? Kann Sichlor fliegen? Plipprin kann auflockern, aber nicht fliegen. Was ist das denn? Wir müssen... Ich bezweifle, dass Sichlor fliegen kann, aber schauen wir mal eben. Der Grund, warum ich... der Grund, warum ich Fliegen einsetzen wollen würde, ist einfach, damit wir eben nach Schleierde gehen können und dort aus dem Kaufhaus Feuersturm kaufen können. Denn das wäre definitiv ein Upgrade zu dem Moveset, was Hitsugaya jetzt zu bieten hat. Oh nein, Sichlor kann nicht fliegen. Gut, dann. Verzichten wir auf Schemenkraft. Zwei Attacken, die zwei Runden brauchen, das ist, ja. Das brauchen wir nicht. Und ich weiß, man kann, glaube ich, auch tote Pokémon benutzen, um die VMs einzusetzen, aber hey. Ich finde, man sollte Pokémon, die im Kampf gefallen sind, in Frieden ruhen lassen, okay? Deshalb, ab ins Schleide-Kaufhaus. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich bin dennoch positiv davon überzeugt, dass wir... noch vor Release der Remakes, was machen wir hier? Warum breakdancen wir hier so auf der Rolltreppe? Ich bin positiv davon überzeugt, dass wir die Challenge noch vor Release der Remakes schaffen werden, okay? Irgendwie werde ich das schon schaffen. Nur irgendwie war alles in letzter Zeit ein bisschen viel. So, Feuersturm, let's go. Was noch? Donner, Blizzard? Keine Ahnung. Nehmen wir das. Ist immer gut. Und das passt schon. Den Rest brauchen wir nicht. Ja, jedenfalls, die letzten Videos auf meinem Hauptkanal haben ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Also ich war sehr viel damit beschäftigt, also mit meinem Top 10 Anime-Charaktere-Video. Dachte ich tatsächlich, wäre ich 2 Tage beschäftigt, daraus ist dann eine Woche geworden. Weil ich auch viele Probleme bei dem Video hatte. Ich hatte teilweise Dateien gelöscht und musste dann Sachen nochmal aufnehmen und sowas. Und das war echt nervig. Und ja, manchmal fragt man sich so, hey, wozu macht man sich eigentlich 40 Stunden Arbeit oder so für ein Video, wenn man sich auch einfach 30 Minuten lang hinsetzen kann, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist spielen kann, einfach nur die Kamera anmacht, irgendwas redet, irgendein Duell macht, wieder ausmacht, es so hochlädt und es genauso funktioniert. Okay, also, ich muss sagen, also mich persönlich nervt es auch so ein bisschen, dass YouTube in der Hinsicht langweiliger geworden ist, weil Leute einfach nicht mehr so aufwendigen Content machen wie früher. Aber ich kann es zu einem gewissen Grad nachvollziehen. So, du machst ein Video, wofür du eine halbe Stunde Aufwand brauchst und es ist genauso erfolgreich wie ein Video, was einfach eine ganze Woche gebraucht hat. Oder sogar noch erfolgreicher. So. Natürlich sollte man nicht nur darauf... Ach, Junge, Alter. Ah, wir müssen ja noch zurückfliegen. Vintage CK auf jeden Fall.
ganz verwirrt am Start. Naja, also man sollte ja nicht nur darauf achten, sage ich jetzt mal, aber es ist schon ziemlich krass. Ach nee, warte mal. Wir haben ja gar nicht Sichlerfliegen beigebracht, sondern, ach Junge, ich bin maximal verwirrt. Ich bin einfach maximal verwirrt. Real Talk, manchmal frage ich mich, warum Leute überhaupt meine Videos anschauen. Ist das nicht eine absolute Zeitverschwendung? Was haben wir in den letzten 27 Minuten gemacht? Also die Aufnahme geht 27 Minuten. Wahrscheinlich sind am Anfang ein paar Minuten rausgeschnitten, aber... Was haben wir in der Zeit gemacht? Wir haben absolut nichts gemacht. Okay, wir haben Dialga gefangen, das ist etwas. Und jetzt bringen wir ihm Feuersturm bei. Oh, Lichtkanone wäre sogar gut, ne? Stab. Spezialangriff. Auf jeden Fall erstmal Feuersturm. So. Tenshinhan kann ebenfalls Feuersturm lernen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Grimasse werden wir niemals einsetzen. Das hätten wir. Dann geht's weiter. Und zwar mit... Tarnsteine? Ist Tarnsteine eine Option? Wer kann aus unserem Team alles Tarnsteine lernen? Tatsächlich nur Kommandant Hitsugaya. Lichtkanone ist aber halt auch ein guter Step. Deswegen schauen wir mal. Ich würde das tatsächlich über Metallklaue nehmen. Drachenklaue ist quasi unser physischer Step. Dann nehmen wir lieber Lichtkanone statt Metallklaue. Und Antikraft würde ich tatsächlich ersetzen durch Tarnsteine. Ich glaube, Tarnsteine können wirklich gut sein, vor allem in so Arena-Kämpfen und so. Und Antikraft haben wir ja schon auf Krollo. Von daher... Okay. Ich schätze, wir gehen in die Arena rein. Hey Duda, wie geht's dem zukünftigen Champ? Siehst du die dicken Schneebälle, die hier und dort auf dem Boden liegen? Du musst über das Eis schlittern und zwar mit solch einer Geschwindigkeit, dass du die Schneebälle kaputt machst. Die Arenaleiterin setzt Eis-Pokémon ein, das bezweifle ich. Bring ihre Angriffe zum Schmelzen, indem du heiße Feuerattacken einsetzt. Okay, das werden wir tun. Allerdings bezweifle ich trotzdem, dass sie Eisattacken einsetzen wird. Okay, wir gehen hier hin. Och Junge, das wird wieder so ein Arena-Puzzle, welches... oh mein Gott, das wird sowas von lange dauern. Eieiei, ja komm, kämpfen wir. Ich will die Kraft von Hitsugaya testen. Ace Trainer Crystal. Knackrak. Ironischerweise sind Eisattacken, was der eigentliche Typ dieser Arena ist, sehr effektiv gegen Knackrak. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Drache-Boden gegen Drache-Stahl ist eine sehr ungünstige Typenkombination. Und dieses Knackrak... ist 6 Level höher als Hitsugaya. Und normalerweise würde ich sagen, hey, das ist ein legendäres Pokémon. Da brauchen wir uns um sowas keine Gedanken machen. Aber Knackrak... Es ist Knackrak, okay. Schicken wir Dagobert in den Kampf. Ich denke, der wird das regeln mit einem saftigen Eisstrahl. Und dann hätten wir das auch. Jetzt ist die Frage nur... Kommen in dieser Arena Drachen... Oder Boden-Pokémon dran? Denn ich kann euch sagen, Boden wäre halbwegs in Ordnung. Aber Drache? Das wäre nicht so cool. Was? Es überlebt ein Eisstrahl? Was ist das für ein Knackrack? Okay. Das kam sehr überraschend. Ja, wechseln wir den guten Chaz ein. Was? Seit wann überlebt Knackrak irgendwelche Eisattacken? Eiszahn, um auf Nummer sicher zu gehen. Zum Glück setzt es Schlitzer und keine Drachenklaue ein. Das würde noch mehr Schaden machen. Wow. Also, Knackrak, by the way, auch das erste Pokémon, welches tatsächlich... Oh nein, es ist eine Drachenarena.
Touché. Wir haben gerade ebenfalls ein Dialga eingesetzt, aber das ist noch nicht so stark wie das da. Das könnte kritisch werden. Wir versuchen es mal mit Eiszahn. Wir schauen, was passiert. Da passiert gar nichts. Oh, Mann. Oh mein Gott. Ich dachte schon. Also ich glaube, selbst diesen Kampf werden wir nicht ohne Verluste überleben. Also hier ist für irgendwen definitiv Endstation. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich räume Tenshinhan durchaus Chancen ein. Aufgrund der Tatsache, dass es ein Kampf-Pokémon ist und eventuell sehr effektiv treffen könnte. Das Problem ist, Dialga ist ein legendäres Pokémon auf Level 42 und das Ding ist auf Level 33. Tenshinhan zu verlieren, würde mir ehrlich gesagt nicht so viel ausmachen. Überleben wir diese Metallklaue? Nein. Schade, wäre zu schön gewesen. Ich glaube, wir müssen hier alles auf Krollo setzen. Krollo ist, glaube ich, der Einzige, der diesem Dialga etwas entgegenzusetzen hat. Eieieiei. Wobei Stahl resistet ja auch Drache, also... Das ist wirklich nicht gut. Gut, das macht immerhin etwas Schaden, aber diese Drachenklaue dürfte mehr Schaden machen. Alter. Nochmal Drachenklaue. Komm schon, wir brauchen einen Crit oder irgendwas. Wir brauchen ja ein Wunder der Pokémon-Welt. Alter. Das ist unser Trank für diesen Kampf. Krollo ist hier die Devise. Was ich eigentlich sagen wollte, Knackrack ist, by the way, das erste Pokémon, abgesehen von wohin genau, welches competitive als Uber eingestuft wurde und kein legendäres Pokémon ist. Glaube ich. Ich bin mir relativ sicher. Also, weil Knackrack ist das erste Pokémon, das so heftig gewesen ist, dass es gebannt werden musste, competitive. Also das erste nicht-legendäre Pokémon. Okay, das haben wir aufgrund des Tranks noch geschafft, aber ansonsten wäre das echt kritisch geworden und noch ein Knackrack. Bro, das ist ja jetzt ein Witz, oder? Aber dieses Knackrack dürfte definitiv mehr von dieser Drachenklaue getroffen werden. Oh nein. Es gräbt sich in den Boden. Hätten wir mal Fliegen eingesetzt? Haben wir irgendwas, was Boden resistet? Nein, haben wir natürlich nicht. Dann setzen wir mal Drachenklaue ein, was soll's. Dann kassieren wir diesen Schaufler, aber den dürfen wir überleben. Ja, jedenfalls, Knackrack ist ultra heftig, Mann. Also vor allem in der vierten Generation, als Knackrack quasi introduced wurde, Knackrack war ultra krass. Junge, schon wieder mit so wenig Leben überlebt es. Was? Setzen wir Fliegen ein, es wird wieder Schaufler einsetzen. Nein, es wird nicht Schaufler einsetzen, was? Digga. Komm schon. Knackrack, Dialga, Knackrack ist aber auch echt undankbar, wenn ich das mal an der Stelle so sagen darf. Ja, setzen wir Chi-Chi ein. Chi-Chi wird das schaffen. Und zwar mit Apply-Tip. Oh nein, es setzt Schaufler ein. Ja, diesen Schaufler werden wir doch überleben, oder? Ja, Knackrack ist echt krass. 102 Initiative Base, exorbitanter Angriff, Drache Boden, krasse Kombination. Ja. Knackrack ist krass, wenn ich das mal an der Stelle so sagen darf. Vor allem, wenn man es zweimal hat und dann noch ein Dialga. Okay. Wie kommen wir jetzt hier raus? Was? Moment mal. Ich will hier raus. So.
Alter, das, ja, für diese Arena sind wir definitiv noch nicht bereit. Ich habe ja sogar noch vorher gesagt, hey, es könnte eine Drachen- oder eine Bodenarena sein. Und Boden, okay, aber Drache? Ich wusste, dass genau sowas passieren würde. Es wird langsam echt kritisch. Eieiei. Jedenfalls erleichtert das uns immerhin die Auswahl unserer Teammitglieder. Okay. Hitsugaya, Dagobert, Chaz, Chi-Chi. Und ich würde sagen, nach diesem Desaster, was könnte in einer Drachenarena von Vorteil sein? Eis und andere Drachen. Aber hauptsächlich Eis. Okay, bis zum nächsten Mal wird mir definitiv nichts anderes übrig bleiben, als noch ein bisschen zu grinden. Ansonsten werden wir an dieser Arena sowas von zugrunde gehen. Also ich werde definitiv noch zwei Pokémon in mein Team aufnehmen. Und wir werden sie auf jeden Fall mindestens auf das Level von Chaz trainieren, auf Level 42. Denn auf dem Level waren, glaube ich, auch die Pokémon, gegen die wir gekämpft haben. Und der Arenaleiter, beziehungsweise die Arenaleiterin dürfte ja noch stärker sein. Also das mindestens. Das bedeutet, bis zum nächsten Part habe ich noch eine Menge zu tun, eine Menge Grind. Ach Junge, ich habe sowas von keinen Bock. Aber es muss sein. Ja, für heute reicht's auf jeden Fall. Es hat so gut angefangen. Es hat so gut angefangen, um ehrlich zu sein. Und dann hat das alles eine etwas negative Wendung genommen. Ja, schreibt einfach in die Kommentare, was ihr noch ins Team aufnehmen würdet. Und für heute würde ich sagen, war's das. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, dann aktiviert jetzt eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.